Ja, servus, herzlich willkommen zurück in der Höllpforten, da draußen vom PC in die Laptop und TV. Wir spielen 9. Folge von Overlord Rising Hell. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest in Oberons Theater. Wir sind weitergekommen als je zuvor. Kann es sein, dass wir es wieder zurückschieben könnten? Nein. Denn hier ist eine Treppe. Die Treppe wäre ganz mal interessant. Es kann aber auch sein, dass wir das wieder zurückschieben müssen. Wir haben hier das hier reingedrückt. Ich weiß aber nicht warum. Wir hätten angeblich das hier frei. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Jo. Wir müssen den dritten Akt vervollständigen, indem wir den Schrecken reparieren. Das ist dieser hier. Das ist eine Feuerwalze. Das ist Guldos Feuerwalze, würde ich mal meinen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier weiter kann. Vielleicht kann ich auch hier weiter. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Es geht immer noch weiter nach hinten. Das ist okay. Wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Nein, stopp, stopp. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Die Zwerge greifen den Dunkelwald an und vernichten die Elfen auf ihrem eigenen geliebten Grund und Boden. Der spinnt. Jetzt auf ihn. Schneller. Alle, macht ihr mir weg hier. Bist du tot? Sag mir, dass du tot bist. Der Schrecken ist noch kaputt. Von vorn. Dann macht ihr das bitte. Holt mir das Geld. Das ist zum Mäuse weg. Oh, jetzt habt ihr das geholt, ne? Dieses Bauteil. Ah, das haben wir nämlich gesehen in der letzten Folge. Ja, der Typ, der da gerade durchgesäbelt ist, hat uns ganz schön dezimiert gerade. In den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Irgendwie habe ich das total vergessen und verdrängt. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Wie viel will ich denn haben? Wie schon gesagt, in der Hölle, da verlieren wir ziemlich viele. Ja, so soll es ja aber auch sein. Wir sind ja schließlich in der Hölle. Und da kommen wir heute hier noch ganz gut hin. Natürlich könnten wir die Blauen mitnehmen. Was könnten die Blauen? Die könnten wiederbeleben. Ich halte dir nicht so viel davon. Wisst ihr warum? Keine Ahnung. Es sind ja nur kleine Scherglein. Es sind ja nur kleine Scherglein. Ja. Der Tod, na super. Ah. Das ist ja auch noch ein Nest. Warte mal, davon könnte ich auch ein paar brauchen. Okay. Wartet mal. Ich schicke den mal hier hoch. Fuck. Das ist ein bisschen crazy.
Was ist hier noch los? Okay, es läuft eigentlich. Ich glaube, ich habe ihn fast. Der Tod. Was ich geplant habe, dass die Grünen auf ihn draufhöppeln, aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. Läuft doch noch. Und hier ist wahrscheinlich noch ein... Ja, genau. Noch ein Bauteil. Dann haben wir das hier auch noch geschafft. Hier in der 9. Folge wenigstens. Dann können wir hier da noch... noch ein bisschen den anderen an... Oh! Zurück. Anschneiden. Da kam der Tod noch. Schaut doch gut aus. Boah. Zu viel Bemdorium hier. Ja, komm, beweg dich. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Ich kann das Theaterstück nicht mehr hören. Euer Publikum wartet, dunkler Meister. Oh yeah. Übrigens, ich glaube, das geht aber jetzt nicht mehr. Das Teufelsschild. Ja, das geht noch. Hier. Mann, ja, das war noch mein Teufelsschild. Wollte ich mal auch mal zeigen, hätte ich machen können. Naja. So, ran an die Bulette. Nein. So. Ist das jetzt richtig? Ich kann den nur... Das ist irgendwie schwierig zu steuern gerade. Das ist wie da, damals. Genau. Das haben die vermurkst. Das haben die eindeutig vermurkst. Man muss die linke Maus das gedrückt halten. Das ist genauso wie bei diesem Wilfried. Und da muss ich mich auch... Ja, genau. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Oh, ist das ein Mist. Nein. Ach, come on. Leute, das ist Wahnsinn, weil... So, ich muss die Taste gedrückt halten. Dritter Akt. Der Schrecken das doch hält einfach hier runter, bitte. Dunkelwald.
Ja. Das ist jetzt fast... Oder? Könnt ihr das bitte einfach mal hier runterschieben? Ja. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Okay. Ich weiß es nicht. Irgendwie kann man das schlecht steuern. Keine Ahnung. Also ich steuere das dann mit der Maus, ne? Ich muss bloß alle irgendwie gedrückt halten. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. So, ich muss hier mal gucken. Der muss doch hier runterkommen können. Oder? Gut. Na, schieb doch mal. Weil hier runter, das wird nichts. Also das habe ich... Ich weiß nicht, ob das auf der PS irgendwie anders aussieht oder sowas. Das Teil muss hier einfach runtergeschoben werden. Ruck. Jetzt habe ich jemanden geschlagen. Ja, kommt. Ich überlege, ey, das ist ja. Habe ich einen Wegpoint auch noch gesetzt hier. Hallo, komm mal her, du. Ihr braucht jetzt eigentlich nur geradeaus zu schieben. Bitte. Das Blöde ist, es ist total verfranst hier drin. Nee. Ich hab Geduld. Na? Okay, kommt nochmal alle bitte her. Hä? Das Blöde ist jetzt anscheinend so verfranst, dass wir da nicht mehr hinkommen können. Das ist eine... Das ist ja doof. Ach, was weiß ich.
Dunkelwald. Okay, nee, nee, nee. Aber jetzt bin ich ganz alleine gerade. Das war vielleicht doof. Muss ich mich jetzt gerade orientieren? Nein, da bin ich ja noch falscher. Der Dunkelwald. Einfach nur bitte Dunkelwald. Ja, Das Blöde ist, hat sich das Teil so verfranst, dass, glaube ich, nichts mehr ging. Irgendwie sehr witzig. Man muss echt tatsächlich die linke Maustaste gedrückt halten. Habe jetzt nicht zugehört, was er da sagt. Und das Problem ist, dann muss man die linke und rechte Maustaste gedrückt halten und dann mit der dann drehen. Also das ist das wirklich dasselbe Spiel wie vorhin. Und das ist etwas, sage ich mal, schwierig zu steuern gewesen. Jetzt habe ich das total komplett verfranst. Also das ist dann doch nochmal passiert zu sagen. Die kommen immer wieder, wahrscheinlich. Das ist auch gut so. Was machst du da? Achso. Du greifst meinen kleinen Freund hier an. Frechheit ist das. Und ja. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie da hinkommen wieder. Und dann versuchen, den da zu bewegen. Kam mir zu spät. Ja, es ist echt ein Problem, wenn man dann das so schwer steuern kann. Licht aus! Macht euch bereit für den ersten Akt, Elende. Ohne den Schrecken sehen wir den dritten Akt nie. Dabei soll das Ende toll sein. Absolut episch. Wir müssen noch weiter hinter die Bühne kommen. Im Zweifel müsst ihr einfach alles zerstören oder töten, bis ihr die nötigen Antworten bekommt, Meister. Erster Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Weiß nicht, Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist, aber nur... Das ist das Signal. Gut, erster Akt von vorne. War das jetzt richtig? Okay. Da muss ich jetzt mich leider durchschnitzen. Ach, verdammt. So was Doofes. Akt. Die Elfenrasse lebt friedlich in den Tiefen des Dunkelwaldes. Och, sie wird beschützt durch ihre unwürdige Gottheit, die Muttergöttin. Da warten wir einfach nochmal. Das ist wahr, mein Freund. Lass uns zur Muttergöttin beten. Sie ist zwar eine kalte, gefühllose Dirne, die unserer Anbetung nicht würdig ist,
Aber nur sie lauscht unserem Wehklagen und unserer Poesie. Zweiter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Zwerge! Zwerge! Da steht die Maschine wieder. So. Zehn Stück bitte. Ja, ich verstehe sie trotzdem irgendwie nicht. Okay, doch, es geht. Dritter Akt. Der Schrecken hält Einzug im Dunkelwald. Nein. Irgendwie will das nicht. Es will hier nicht runter. Weil es war doch jetzt. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ja. Mach weiter, macht weiter. Macht weiter. Und ich wollte mal das hier aktivieren, dann. Meine Bühne, elender Vandale. Jetzt hört mal die Musik. Mann, nein. Es ist so schwer zu steuern, das ist Mistding. Richtig so, der Schrecken soll wüten. Ich will Schmerzen, ich will Leid, ich will spitze Ohren zittern sehen. Ja, genau, das wollt ihr. Nein. Es ist einfach. Leute, habt ihr noch ein bisschen Geduld? Aber sonst wird es wieder so lang. Ich werde mich jetzt hier verabschieden und in der 10. Folge kriegen wir das hin. Meine Güte, das ist so schwer zu steuern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Chronicon of Life.